Jo Freunde, ich habe mal alle Infos für euch zu dem neuen Galaxy Skin hier mit dem Galaxy Cup, der jetzt wieder reinkommt in Fortnite. Und zwar ist das der Galaxy Skin 2.0 mit Items. Das Ganze können wir uns sogar gratis freispielen. Und diesmal lohnt es sich sogar, denn es werden sehr, sehr viele Leute das kriegen können. Also nicht nur ein paar wie sonst immer, sondern sehr viele. Das ist wirklich mal ein Turnier, was sich lohnt zu spielen. Und alle, die beim Turnier mitmachen, kriegen sogar noch ein gratis Spray dazu. Was wir genau dafür machen müssen, gehe ich mal mit euch durch. Der Cup hier am 29. August. Ist ein Arsenal LTM Turnier. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Und wir sehen das Ganze schon im Fortnite-Tab bei den Neuigkeiten. So, wir springen aber mal kurz auf die Epic Games Neuigkeiten-Seite. Da sehen wir nämlich alle Sachen, alle Items vor allem, die es noch dazu gibt und natürlich auch alle Infos. Und das auf jeden Fall der neue Galaxy 2.0 Skin. Und ihr seht es vielleicht schon, Galaxy Cup 2.0 auf Android. Also, wir können den nur auf Android spielen. Das ist die schlechte Nachricht, vielleicht aber auch die gute, falls ihr Handyspieler seid. Ansonsten, ihr braucht halt ein Android-Telefon, also ein Smartphone, was Android hat und was Fortnite-fähig ist. Also probiert es einfach mal aus, wenn ihr eins habt, zieht Fortnite drauf, guckt, ob das funktioniert. Ansonsten kann es natürlich auch auf Tablets funktionieren, deswegen zieht aufs Tablet drauf, probiert einfach mal, ob Fortnite läuft und dann könnt ihr auch bei dem Cup hier mitmachen. So, wir gucken uns mal die Sachen an, also das Ganze am 29. August, haltet euch auf jeden Fall den Tag dann frei. Wird wahrscheinlich abends sein, wieder 18 oder 19 Uhr. Ich denke mal 19 Uhr. Die anderen Cups waren immer um 19 Uhr. Ich kann es aktuell nicht im Playsee-Wettkampf-Tab sehen, denn das Ganze ist mobile. Guckt einfach mal bei eurem Smartphone rein, ob schon das Ganze veröffentlicht ist und schreibt gern die Zeit in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich denke aber 19 Uhr wird das Ganze sein, bis 22 Uhr. Und ja, das die Sachen, das ist der Skin, hier die Lackierung, dann hier noch mein Rückenaccessoire. Das ist sogar hier reaktiv, Galaxy Hände heißt es. Und dann gibt es noch hier ein Lama Lexi Spray und das finde ich sehr nice. Normal feiere ich die Sprays nicht so, aber das finde ich richtig, richtig gut. Und Freunde, das Original Spray Motiv gibt es für alle Spieler, die mindestens 20 Punkte verdient haben. Und es gibt insgesamt 25 Runden bei diesem LTM. Für jede Runde kriegt ihr mindestens einen Punkt, wenn ihr mitspielt. Deswegen 20 Punkte kriegt jeder. Also kriegt auch jeder dieses Galaxy Spray. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nice. So, paar Infos noch zu diesem Cup. Ihr müsst natürlich 2FA aktiviert haben, ihr müsst Konto Level 30 haben und klar, euer Gerät muss natürlich auch Fortnite spielen können. Das Ganze ist ein Solo-Wettbewerb, also mal nicht Duo, finde ich gut, mal wieder was Solo und LTM Arsenal. Gab es, glaube ich, so auch noch nicht. Der Modus ist einfach für die, die nicht gespielt, noch nie gespielt haben. Du startest mit einer geilen Waffe, also jeder startet eigentlich mit der gleichen Waffe und wenn ihr einen Kill habt, kriegt ihr eine schlechtere Waffe, zum Beispiel startet mit einer goldenen, bekommt danach eine lilane, wenn ihr noch einen Kill macht, bekommt ihr eine blaue und so weiter. Und ja, der beste Spieler, der gewinnt, kriegt 7 Punkte. Für jeden Kill kriegt ihr einen Punkt und außerdem gibt es nochmal einen Punkt, dass ihr überhaupt mitspielt. So, und wer bekommt nun was? Ja, hier, Top 22.500 in Europa bekommen die Lackierung. Das ist richtig heftig. Sonst gibt es immer nur für 2.000 oder 3.000 Leute was oder für 1.500. Diesmal für 22.500 Leute und mobile werden eh nicht so krass viele mitspielen wie sonst. Dann gibt es den Skin hier, das Outfit plus Rückenaccessoire für die Top 11.250 und natürlich, falls ihr hier runter landet, bekommt ihr natürlich die Lackierung mit dazu, falls die Frage aufkommen sollte. Also für die Top 11.250 Galaxy Skin, Outfit und Lackierung und Rückenaccessoire und ansonsten noch die Lackierung hier, falls ihr das nicht schafft, sondern nur hier zum Beispiel 13.000 wert oder sonst was. Ja, das erstmal dazu. Ansonsten glaube ich erstmal keine Infos. Das müsste alles gewesen sein. Ich gehe noch mal kurz auf die Regeln. Denn hier nochmal epischer Sieg, also 7 Punkte, dann Platzierung, es sind 16 Spieler wohl, die immer mitspielen bei diesem LTM. Platzierung, jeweils nur ein Punkt, also falls ihr Zweiter werdet, gibt es nur einen, falls ihr 16. werdet, nur einen. Aber die Kills, die zählen wirklich, deswegen versucht so viele Kills wie möglich zu schaffen und so bekommt ihr natürlich relativ viele Punkte. Bringt nichts irgendwie zu warten, dass ihr Dritter werdet oder sowas, weil ihr bekommt für Platz 3 nur einen Punkt, ihr bekommt für Platz 16 einen Punkt, deswegen geht auf Kills, wenn ihr keine Kills schafft, ist egal, ihr bekommt so oder so den einen Punkt. Das noch auf jeden Fall mal dazu und ja, gönnt euch auf jeden Fall, guckt, ob euer Handy das kann und dann würde ich sagen, macht auf jeden Fall mit, denn das Spray finde ich geil und vielleicht schafft es sogar auf den Skin. Einige wichtige Sachen noch, Controller sind zugelassen, so wie ich das gelesen habe, ist vielleicht nicht so geil für die, die immer Smartphone spielen, aber es stand irgendwo noch hier, dass Controller halt auch zugelassen sind, genau hier unten,
Dort erfahrt ihr auch, wie ihr euren bevorzugten Controller verwenden könnt. Also ihr könnt auch Controller anschließen. Von daher, ja, das auf jeden Fall erstmal dazu. Gönnt euch das und wenn euch das Video gefallen hat und geholfen, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen. Bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.